Willkommen zurück zu unserem Mauretanien-Save, ihr Lieben. Und wir sind schon im Jahre 2037. Da ist schon eine Menge Luft und Zeit vergangen mittlerweile. Und ja, wir haben uns wieder bei 100% eingepegelt. Unsere Gesundheit ist gut bei 78%. Das sehen wir auch gerne. Und zuletzt haben wir nochmal das Thema Wohnungen extrem gepusht. Wir machen immer noch ein bisschen Minus insgesamt, aber das ist überschaubar. Wenn wir so bei 8,5 Milliarden landen, wäre ich zufrieden. Das würde mir im Wesentlichen reichen, weil das nächste Plus kommt dann zum Jahreswechsel wieder. Das wird auch das Haushaltsdefizit wieder in den Griff bekommen. Defizit, das wir überhaupt noch haben, das ist auch überschaubar und wir arbeiten weiter an der Zahl der Wohnungen, weil es einfach auch für die CO2-Bilanz hilft. Haben wir jetzt zuletzt dann doch schon auch enormen Push nach unten gemacht, ne? Und auch hier wieder 0,1, wir sinken immer so um einen Prozentpunkt, die Afrikanische Union deswegen immer so im 0,-Bereich, ne? Das ist schon ganz gut. Wir wollen auf jeden Fall unter den Schnitt der Afrikanischen Union kommen. Das wäre auf lange Sicht sicherlich ein sehr erstrebenswertes Ziel. Wir haben auch viel, viel weniger CO2-Emissionen, da sind wir auf 4,4 Tonnen runter. Sinkende Tendenz. Ich habe schon lange nicht mehr der Hinweis, dass wir noch was tun müssten in Richtung unseres Transportwesens. Das ist auch positiv zu betrachten. Ansonsten, ja, könnten wir natürlich noch ein paar Einrichtungen bauen. Das ist klar, das wäre auch noch weiter möglich. Die Überdosis je 100.000, das ist sehr, sehr stark gestiegen. Da müssten wir eigentlich auch noch viel mehr tun. Vielleicht auch den Marihuana-Konsum regeln, aber solange wir den eben als freies Gut deklarieren, haben wir immer das Thema, dass wir hier Überdosis haben. Das muss ja nicht immer nur Marihuana sein, das kann auch Alkohol, das kann andere Drogen sein. Wir können zum Beispiel auch noch, das haben wir zuletzt gar nicht mehr unbedingt gemacht, das Thema zu besteuern, wenn wir sagen, der Alkoholkonsum, den würden wir gerne besteuern. Das wäre noch so ein Thema, wo wir sagen könnten, Branntwein und Weinsteuer, das haben wir bislang gar nicht eingesetzt. Bringt uns auch nicht viel, ne? Also das sehen wir hier schon, aber es würde zumindest den Konsum leicht reduzieren, der Spirituosen. Das könnte also ein Thema sein. Was wir hier noch machen sollten. Abschreckung der Verbraucher im Rahmen der Gesundheitspolitik, ne? Das zum Beispiel machen und hier noch die Weinsteuer erhöhen. Einfügen, noch eine Tabaksteuer noch hinzufügen, dann versuchen wir, zumindest was das Thema hier angeht, nochmal ein bisschen die Leute gesünder leben zu lassen. Mal, wo wir hier hingehen können, damit der Smiley sich verfärbt. Das sieht noch ganz gut aus. Das können wir eine Menge machen, okay. Hier neue Steuern. War bislang gar nicht eingebunden. Das Thema. Wir werden mal schauen, inwieweit das sich aufs Wachstum auswirkt, aber wir wollen eben, dass die Leute gesünder leben.
Frustration von Arbeitnehmern. Ja, die finden das natürlich nicht so toll. Ist auch klar. Zu kommen. Dadurch steigen auch die Einnahmen im kleinen Sinne. Generell können wir mal gucken. Werden unsere Leute aktuell 88 Jahre alt? Wahnsinn. Das ist schon heftig alt. Wir gehören damit zu den ältesten der Welt. Ich hatte das schon mal gesagt. Der Benchmark liegt aktuell in Algerien bei 95. Aber wir sind im Weltdurchschnitt deutlich drüber. Und auch im Durchschnitt der Afrikanischen Union, ne? Leute werden hier, haben schon einen relativ hohen Wohlstand mit einem guten Gesundheitssystem. Kids-Tote sind sogar ein bisschen runtergegangen. Eigentlich kaum Auswirkungen auf das Wachstum, muss man sagen. Das ist gut. Steigen jetzt hier auch. Die Jahresprognose steigt wieder. Studenten, auch das ist auf einem sehr hohen Niveau. Bei der Schule 79,7%, das ist ungefähr gleichbleibend. Das Niveau ist leicht gestiegen. So, jetzt mal gucken. Gespannt. Budapest. Unser Land ist auf Rang Nummer 41, direkt hinter Russland. Das ist ein exzellentes Ergebnis. Sehr schön. Sodass die Investitionen in den Sport haben sich etwas gelohnt. Noch haben wir keine Medaille geholt. FIFA-Ranking 106. Könnte man jetzt auch ein bisschen mehr erwarten. Könnten ja noch Stadien bauen, das war ja auch nochmal die Idee, ne? Also da zumindest so ein bisschen Spiel und Spaß fürs Volk. Aktuell sind wir halt, wenn dann, an der Wohnungspolitik dran. Wenn auch immer so eine oder zwei Wohnungen mehr sanieren, wenn ihr mal drauf achtet. Wenn waren es 837, jetzt sind es 839, sondern zwei Wohnungen mehr. Also ein kleines bisschen sieht man hier, dass sich das auch von der Anzahl dann doch erhöht. Was die verfügbaren Arbeitskräfte angeht. Wir sinken weiter. Wir sinken weiter. Im Niveau von 68.000 haben wir mittlerweile 14.000 Wohnungen renoviert und saniert. Das reduziert unsere CO2-Emissionen nicht imminent, aber doch ein bisschen. Und im kommenden Jahr würden wir dann hier auch wieder 100 Stationen mehr bauen. Der Hoffnung, dass sich dann hier ein bisschen was tut, könnten wir eine Megatonne CO2 binden, direkt an der Quelle. Um unsere Ziele bei der COP eben nicht aus den Augen zu verlieren, weil wir hatten da zuletzt wenig
was wir da getan haben für dieses Ganze. Und nach der Erwärmung wollen wir weiter absenken durch eben weniger Ausstoß, was wir mittlerweile, naja, einigermaßen in den Griff bekommen. Temperaturanomalien, wie gesagt, steigen nur um 0,01 und wir arbeiten daran, eben auch das Mindestziel zu erreichen. Also leicht unter der Prognose. Da Überbevölkerung eigentlich auch ganz gut in den Griff bekommen, ne? Schätzte Bevölkerung deutlich geringer als was am Anfang gedacht wurde, dass es dann ist. Also ist insgesamt sogar fast eine Milliarde gesunken, ne? Die Anzahl der Menschen. Ganz interessant. Weil die Weltbevölkerung an sich gestiegen ist, aber eben nicht um das Niveau, das man zunächst vermutet hatte. Also die Prognose ist dann doch für dieses Jahr, war sie bei 11,2, da sind wir fast 900 drunter, ne? Das ist dann schon in Ordnung. Bis 20, man hier auch, ne? Also die Prognose war, wo wir jetzt aktuell sind, also weit unter dem Schnitt, was wir erst dachten. Terrorismus ist einigermaßen im Griff, Lebensmittelgefahr, naja. Hier, Versauerung der Meere hat abgenommen. Ausrottung von Tierarten ist auch besser geworden, weil es hier leicht wieder steigt. Klimaflüchtlinge geht, ist auch ein bisschen unter dem Schnitt. Geschätzte Anzahl bis 2100 und wir sind hier, ne? Das ist nicht so wenig. Aber etwas besser. Mal hier durchgehen. Entwaldung ist auf jeden Fall auch ein Thema, wobei wir das jetzt bei uns auf jeden Fall sehr auf ein schönes Niveau gebracht haben, nämlich von, was nochmal, 0, ne? Genau, also wir entwalden nicht mehr, als dass wir aufforsten. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. So, wieder 3 Wohnungen mehr. Defizit 8,7. Ich hätte gesagt, wenn wir bei 8,5 landen, etwa bis zum Jahresende, haben wir alles richtig gemacht. Dann das Plus, dann sehen wir mal, wo wir landen. Zahl der Wohnungslosen ist leicht gesunken, weil wir keine neuen Wohnungen gebaut haben. Aber die Finanzen steigen gerade wieder. Also wir sind wieder auf einem Niveau, wo wir sagen, wir machen gerade wieder Plus in der Bilanz. Fast wieder bei 7%, nachdem wir fast auf 6,9 runter sind. Positive Entwicklung, das sehen wir gerne. Verschuldung nochmal um 0,01 runter. Wir sind bald auf dem Niveau der afrikanischen Union. Die Kurve ist deutlich runtergegangen.
Aber der Berg ist immer noch hoch, den wir erklimmen müssen. Es ist, wir haben mal ausgerechnet, es sind etliche Jahre, die wir das jeden Monat machen müssten, um tatsächlich auf das Niveau zu kommen. 3,35 Wachstum, stagnierende Arbeitslosigkeit, Reichsteigerung hier. 4,7 etwa. Eine Wohnung mehr, die wir reduzieren können. Wir sind auf 53. Wenn wir so im Schnitt 1000 pro Dings abbauen würden, also wenn jetzt das Solarkraftwerk fertig wird, können wir mit Sicherheit so 1000 Wohnungen etwa abbauen, ne? Da sind es immer noch 53 Mal, die wir das tun müssten, um das auf Null runterzubringen. Und 53 Monate sind dann schon wieder über 2 Jahre. Heißt 2,5 Jahre etwa. Nee, stimmt gar nicht, ne? Ist ja Quatsch, wir haben ja nur 12. 53 mal 53 Monate und wir haben nur 12 Monate im Jahr. Das ist ja Quatsch, was ich laber. Das sind dann, ist dann viel mehr. Das sind dann 5 Jahre, ne? Also nicht immer auf mich hören. Ich habe einfach mal gesagt, wir haben 24 Monate. Das haben wir nicht. Wir haben 24 Türchen am Kalender zuletzt mal geöffnet, aber nicht 24 Monate. Das heißt, dass wir hier dann schon auch noch einen ganzen Moment damit beschäftigt sein werden. Schon wieder eine Cyberattacke gegen unser Land. Wir sind derzeit Opfer. Wir haben aber zuletzt hier im Geheimdienst, das war schön, wir haben hier auf 50 erhöht und auf 150 im Land. Und deswegen sehen wir hier das auch gerade nicht. Könnte aber sein, dass das jetzt hier trotzdem Geld kostet. Wir müssen mal schauen. Wir haben die Attacke zur Quelle zurückverfolgen. Die wichtigsten Dinge sind geschützt, weil wir es auf dem Niveau Silber haben. Deswegen sehen wir jetzt hier das nicht als Event, wie zum Beispiel hier die Pest. Oder was ist es? Es ist die Pest auf den Kapverden. Das haben wir nicht als Symbol, das heißt also, es kostet uns gerade nicht irgendwie nochmal extra Geld, was schon mal gut ist. Die Cyberanalytiker könnten wir theoretisch auch noch ausweiten, ne? Auf an die 100, glaube ich. Das könnten wir mal mit der Zeit machen, machen wir jetzt aber aktuell nicht. Wir sind mit den Agenten auch noch weit im Hintertreffen, könnten noch viel mehr machen, aber wir haben gerade gesehen, dass unser Budget auf 6,99 gestiegen ist. Hier sind wir nochmal einen richtigen Push nach vorne. Gucken wir mal hier. Oh, Video. Unser nationales Weltcup. Team ist siegreich aus dem Turnier hervorgegangen. Das ist gewonnen. Wachstum ist weiterhin durchgängig. Da Wasserversorgungsnetz hier. Da bräuchten wir tatsächlich ein bisschen was, ne? Aber. Oh, die können uns sogar mehr anbieten. Ist das? Bräuchten ja sogar mehr, ne? Sieht's denn aus? Würden die uns alles verkaufen? Ich glaube, das habe ich schon mal mit denen versucht zu verhandeln, aber ich glaube, die wollen das nicht. Die wollen das, glaube ich, nicht so viel verkaufen. Die wollen nur 5 Cent verkaufen, aber es wäre cool, wenn sie uns halt mehr geben würden. Ne? Weil wir bräuchten, das ist klar, wir brauchten 39. Also, das hätten die auch theoretisch. Die Frage ist halt nur, ob sie bereit wären, das mit uns zu verhandeln. Wir gucken mal ganz kurz, ob das denn im Bereich des Möglichen liegt. Mal 2-0.
Wasserversorgungs... Aber ich glaube, das werden die ablehnen. Trotzdem, es ist so ein langes aus Kanada. Kanada. Kommt nicht zustande. Ist weniger interessant als der letzte. Aber... Ist da was? Wir probieren es trotzdem mal. Probieren es trotzdem mal mit Kanada. Gar nicht so viel. So, wir müssen noch eine Anzahl angeben, ne? Das wird Sinn machen. Schauen wir mal, ob die mit uns verhandeln oder ob sie es gleich ablehnen, weil sie es nicht verkaufen wollen, so viel. Können sie auf jeden Fall nehmen. Handeln wollen sie schon. Jetzt kommen wir zwei. Wenn wir uns noch nicht treffen, aber trotzdem schön, wenn wir wenigstens verhandeln würden. Wollen sie? Perfekt. 1,4. Wir machen 1,3. Das war jetzt keine super Ersparnis, ne? Aber ein bisschen was halt schon. Und Wasserversorgungsnetz sind wir ja durchgängig, hatten wir da zu wenig. Und wir zahlen schon sehr viele für 1,78. Ne? Das ist schon enorm. Sehr, sehr cool. Gut, das freut mich. Das ist für uns ein guter Vertrag. Gucken wir mal, COP? Fragezeichen. Ja. So, wir sind besser als gedacht. Wohnungswesen, genau. Ich habe das wieder vergessen. Zack. Immer mehr. Vorher war es 71,6. Vorher war es 71,7. Noch 50.000 Wohnungen, aber wir nähern uns langsam. Wir nähern uns langsam. Wir machen einiges für die Wohnungen. Also wir haben zuletzt wirklich viel investiert. Aber ja, 8,6. Ich sag mal, 8,5 ist realistisch in den letzten zwei Monaten. Und dann kommt das Plus, wo wir gerade dran arbeiten, ne, wieder auf 5 Milliarden zu kommen. Da sind wir auf einem guten Niveau. Wir steigen gerade, Arbeitslosenversicherung sinkt extrem. Die Industrie wird hiervon auch profitieren, von dem alles ist vorbei. Gerade Wasserversorgungsnetz war immer ein Thema.
dass wir irgendwie nicht am Markt günstig einkaufen konnten. Das wird uns jetzt allerdings schon einen Push geben, denke ich. Und das Wirtschaftswachstum zeigt das auch. Ne? Die Kurve geht nach oben. Und wir sind hier bei 7,01% wieder da. Die 7%-Grenze wieder gerissen. Im richtigen Weg, das kann man sagen. 0,01. 2. Budgetüberschuss zieht 4,92. Da sind wir gesunken. Das sollte also jetzt auch nochmal einen Push bekommen. Mit dem nächsten Jahr, dass wir weniger Schulden zahlen müssen. Die 7%-Grenze ist natürlich nur etwas, was wir im Wesentlichen uns. Das ist keine ausschlaggebende Zahl. Ich habe schon mal erklärt, nachher im Zusammenhang zu der Gesamtwirtschaftsleistung muss es nur im ausgewogenen Verhältnis bleiben. Aber unser BIP steigt und steigt und steigt. 66,9. Wir sind in der Afrikanischen Union noch weit unter Durchschnitt, aber steigen dann doch immer weiter an. Und da wollen wir hin. Wir wollen in den dreistelligen Bereich auf jeden Fall. Wir wollen noch ein bisschen mehr BIP-Anteil an der Welt insgesamt haben. Und wir wollen vor allen Dingen auch ein bisschen unsere Bilanz noch weiter aufbessern. Das schaffen wir nur, indem wir natürlich auch unsere Wirtschaftsleistung weiter steigern. Aber wir sind auf einem guten Niveau. Das ist ein sehr schönes Wachstum. Um die 2,6%. Da sind wir sogar auf einem Niveau, das wir in den Vorjahren nicht erreichen konnten. Nochmal gucken, haben wir noch irgendeinen schlechten Vertrag? Preis ist nicht gut, weil der Vertragsumfang unseren deutlich übersteigt. Also Mais haben wir zum Beispiel auch wieder so viel produziert, dass wir bei Mais jetzt theoretisch auch noch das Thema hätten, dass wir den annullieren könnten. Der läuft aber erst in 3 Jahren aus. Wir machen das trotzdem mal. Malawi haben wir das gekauft. Suchen wir nochmal Mais und gucken uns an. Wir kaufen für 2,57. Malawi war hier ganz gut. Der Sudan auch. Gucken wir mal. Kriegen wir es aus dem Sudan sogar vielleicht günstiger. Ja, deutlich. Deutlich, wenn die den Bedarf decken können. Das ist das Thema. Aber können die? Können die decken? So. Ist denn der Bedarf tatsächlich 452.750, das sieht aber gut aus. 142, ja, das sieht gut aus. Okay, dann 130. Glaube ich, ein guter Vertrag, ne? Also wir haben ja vorher haben wir deutlich mehr bezahlt, als wir es aus Malawi bezogen haben. Ja, die fingen ja erst ab 200 überhaupt an. Das wäre jetzt schon mal 60 günstiger und ja, es ist so. Und wir haben einen sehr guten Vertrag dadurch, seht ihr? Manchmal macht es Sinn, nochmal zu gucken.
Ansonsten sind eigentlich alle ganz gut. Ja, das sind auch alle ganz gut. Ja, noch wieder ordentlich gespart. Der alte Sparfuchs aus Mauretanien. Man kennt ihn. Also, der Kenzerigo wieder ein bisschen Geld gespart, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß und konntet wieder 30 Minuten zuschauen, wie wir unser Land versuchen, immer besser zu machen. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sind im Jahre 2037 und werden demnächst ins Jahr 2038 gehen. Also schon ein enormer Fortschritt, was die Jahresanzahl angeht. Ihr seht es im nächsten Teil wieder. Bis dahin, euer Kenzerigo. Ciao, ciao und schaltet wieder ein.